Ja, hallo, liebe Partner und Partnerinnen, Kundinnen und Kunden. Wir sind hier in der Produktionsstätte von der Kerkotsch GmbH in der Wolfholzgasse im Brunner Gebirge. Und wir wollen die Zeit jetzt nutzen, dass wir euch einfach einmal ein bisschen in den Hintergrund schauen lassen, wie bei uns produziert wird, was bei uns produziert wird, was wir so machen. Und viele von uns kennen die fertigen Behelfe, wenn wir sie beim Patienten abgeben. Aber wie das so im Probezustand ausschaut, das Ganze, das ist vielen gar nicht so klar. Und deswegen nutzen wir die Zeit jetzt, dass wir euch da ein bisschen Einblicke geben. Ich habe hier zum Beispiel eine Unterschenkellagerungsorthese, wie wir sie im ersten Probezustand mehr oder weniger aus der Produktion rausbekommen. Sie sehen, es ist der ventrale Gurt oben noch nicht angebracht. Sprich, wir können die Höhe bei der Anprobe noch dementsprechend positionieren. Das Innenleben ist alles noch lose. Wir haben hier eine klassische Spitzfuß-Nachtlagerungsorthese mit einer Innenschuhvariante, die eine schöne flächige Druckverteilung bietet und eben, wie schon gesagt, für die Verwendung in der Nacht zu gebrauchen ist. Der Inliner ist eine Variante, die, wie gesagt, schon eine optimale Druckverteilung bietet und wird nach der Anprobe auf Länge und Passform noch einmal ganz genau zugeschnitten. Wir haben auch ein bisschen was Innovatives hier zum Zeigen, und zwar die nächste Generation von Funktionsorthese von der 23-Stunden-Therapie, die in ihrer Handhabung oft ein bisschen kompliziert ist. Wir haben hier ein Zweischalensystem, wo wir zuerst eine stabile Innenschuhvariante mit Ringfassung haben, diese dann in eine Nachtlagerungsschale eingebaut wird, ja, ohne dass irgendwelche Teile abnehmbar sein müssen. Das ist, glaube ich, auch so eine Grundphilosophie von uns, dass wir die Behelfe, die sehr komplex sind, ja, so einfach wie möglich für unseren Kunden gestalten wollen. Weiters haben wir eine Ganzkörperlagerungsorthese, A-Schiene auch genannt, hier im Probezustand. Wir sehen, hier fehlt noch der Verbindungsstab, der A-Schiene im Stand unten eine gewisse Stabilität gibt und hierfür auch sorgt, dass wir eine wirklich gute orthograde Aufrichtung haben, sprich 90 Grad im Sprunggelenk, 0 Grad in Hüfte und Knie. Weiters ein Merkmal von unseren Stehorthesen ist, dass wir sie nicht aus einem ganz starren Material machen, sondern absichtlich aus einem Polyethylen, was eine gewisse Flexibilität gibt. Ja, also der Patient soll diese leichte Flexibilität haben, ja, um hier auch eine gewisse Rumpfmuskulatur auftrainieren zu können, ja, seine Kopfkontrolle noch besser aufzutrainieren. Deswegen diese Flexibilität, das ist ganz, ganz wichtig. Genauso, was ich hier jetzt noch habe, ist der Rohzustand für die Anprobe für unsere Neurokorsette. Im Gegensatz zur idiopathischen Skoliose, wo wir mit sehr rigiden Materialien arbeiten, um eben die Skoliose zu korrigieren, haben wir bei den neuroorthopädischen Fällen ein semirigides Material, was natürlich für den Endverbraucher das Handling sehr leicht macht, ja, was An- und Ausziehen betrifft, aber in der zirkulären Verschlussvariante am Körper dann eine enorme Stabilität gibt. Ja. Teilweise bauen wir auch Carbonstäbe hier mit ein, die kosmetisch ganz wenig auftragen nur und vom Gewicht her viel Gewicht einsparen. Ja, das sind die Vorteile von unserem Neurokorsett und ich würde sagen, wir schauen jetzt vielleicht noch rüber in die Schuhtechnik und später dann noch in die Reha-Werkstatt und schauen wir mal, wo wir noch landen.